Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elex 2 mit mir, der Steffi. Wir sind beim letzten Mal bei den Morcons eingeflogen und hatten ein sehr, sehr langes Gespräch mit dem guten Viktor. Sagt er nochmal was? Geh mir aus dem Licht. So, aber rumgeführt werden wollten wir oder sollten wir eigentlich von dem Dimitri. Und jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Hier, Folge Dimitri. Genau, das Problem ist, oder auch kein Problem, wo steht er, wo ist er hingelaufen? Da. Oh, das ist hier nämlich sehr unübersichtlich. Jetzt aber weiter. Ja. Ich bin diese Streitereien satt. Ich weiß, ich habe Marat gesagt, ich würde dich direkt zu Khan bringen, um sein Urteil abzuholen. Aber scheiß auf Marat. Ich bin übrigens Dimitri. Wenn du wirklich bleiben willst, solltest du ein paar Dinge über uns wissen. Worum geht es? Ich halte es für eine Scheißidee, dich hier unbeaufsichtigt herumlaufen zu lassen. Jemand sollte dir unsere Regeln und Bräuche erklären, sonst handelst du dir nur Ärger ein. Am besten mache ich das, während ich dich ein bisschen herumführe. Khan kann noch warten. Komm mit. Eine Ebene unter uns ist Ravaks Dom und die Blutzisterne. Nur die Höhergestellten dürfen dort Ravak und seinem ewigen Stillstand huldigen. Du solltest am besten gar nicht erst versuchen, zum Dom vorzudringen. Wenn du dorthin möchtest, wirst du dich uns anschließen oder bei Khan mächtig Eindruck hinterlassen müssen. Jetzt weiter. Es gibt noch viel zu sehen. Gleich beginnt der Kriegsbezirk. Hier haben wir Abwerber unsere Käfige, in denen wir neue Mitglieder in unsere Gesellschaft eingliedern. Wenn du nicht freiwillig zu uns gekommen wärst, hätten wir zwei uns vermutlich dort kennengelernt. Neben den Käfigen gibt es ja auch noch unsere Arena. Aber die kannst du dir später ansehen. Manche der Wachen sehen es nicht gerne, wenn du einfach in die verschiedenen Bezirke spazierst. Also verhalte dich angemessen. Hättet ihr mich eingesperrt, wenn ich nicht freiwillig hier gewesen wäre? Das kommt ganz drauf an, ob du einem unserer Abwerber in die Finger geraten wärst oder nicht. Aber ja, das hätte passieren können. Ich habe früher selbst bei den Käfigen gearbeitet. Komm, ich zeig dir mal meine alte Arbeitsstelle. Jetzt rennt er auf einmal wieder, wa? Was soll das heißen? Es gibt nichts. Ich kann's nicht ändern. Du weißt besser als jeder andere, dass Gosta nichts zu verschenken hat. Deswegen habe ich ja auch dich geschickt. Er macht keine Ausnahmen, auch bei mir nicht. Ob die Gefangenen tot oder lebendig sind, ist ihm egal. Und ehrlich gesagt, hat er recht. Was kümmert dich ihr Schicksal? Hast du vergessen, was auf dem Spiel steht? Warum versuchst du es nicht beim Versorger? Das habe ich. Gleiches Ergebnis. Ich kann dir jedenfalls nicht helfen. Halt mich in Zukunft raus. Als Nicht-Morkon muss dir das ungewöhnlich vorkommen. Kann man so sagen. Wenn eine Arbeitskraft fehlt, ist der Stillstand gefährdet. Dann müssen wir dafür sorgen, dass wir eine neue bekommen. Wir erschaffen sozusagen neue Morkons und bringen ihnen alles über unsere Art zu leben bei. Wir holen sie aus ihrem erbärmlichen Dasein und integrieren sie in unsere Gesellschaft. Auf dass sie unsere Werte annehmen und als echte Morcons wiedergeboren werden. Aber ich rede zu viel. Also, wenn sie, die werden hier praktisch gezwungen, hier zu sein, oder? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Natürlich. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Empfehle Vorsicht. Unübersichtliches und brüchiges Gelände. Ja. Ja, gut,
In den Käfigen leben entführte Menschen. Natürlich. Wo sollen sie auch sonst leben? Viele, die hier ankommen, begreifen nicht, dass wir nur versuchen, sie zu retten. Aber irgendwann verstehen sie es alle. Unser System funktioniert. Es hat Regeln. Der Stillstand sorgt seit über 100 Jahren dafür, dass wir überleben. Wir haben den Einschlag überlebt, wir haben Generationen der Isolation und der Aufstände überlebt und wir werden auch die Bedrohung dieser komischen Türme überleben. Der Weg der Morkons ist der einzig richtige. Wenn er das sagt... Kann ich auch in der Arena kämpfen? Du meinst, obwohl du kein Morkon bist? Das kommt selten vor. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber der Arenameister steht gleich dort hinten. Komm mit, dann kannst du ihn selbst fragen. Falls er dir erlaubt, hier zu kämpfen, würde ich dich bitten, es nicht jetzt zu machen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, wir machen es auch erstmal. Im gehst du drauf und ich muss das dann irgendwie Khan erklären. Ich warte hier auf dich. Ja, ich werde auf jeden Fall erstmal diese Führung jetzt mitmachen. Irre ich mich oder warst du noch immer nicht in der Arena? Nein. Aber mein Wille ist ungebrochen. Ich will endlich raus. Bist du denn bereit dafür? Zarina hat mir ihren Segen gegeben. Ravak ist auf meiner Seite. Wenn du glaubst, das reicht, dann gute Nacht. Das Viehzeug erledige ich im Handumdrehen. Gut gebrüllt. Mal sehen, ob am Ende noch etwas von dir übrig ist. Wolltest du nicht zum Arenameister? Attila ist sein Name. Er müsste hier irgendwo sein. Oder hast du es dir anders überlegt? Lass uns weitergehen. Alles klar. Als letztes kommen wir zum Herzstück der Grotte. Der Wohnbezirk ist für viele von uns ein heiliger Ort. Ein Ort der Ruhe, der Einkehr und des Trinkens. Wenn wir uns mal gehen lassen, dann nur im Keller bei Gosta. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht geredet, ne? Aber ich will machen erstmal in Ruhe die Führung mit ihm durch. Dimitri scheint nett zu sein. Ich finde hier doch gleich wieder nicht raus, ey. So viele Gänge, Leute. Neben dem Wohnbezirk findest du ja auch noch den Bezirk der Rüstmeister und Händler. Wer weiß, wie Khan auf dich reagiert. Ist vielleicht klug, wenn du die Gelegenheit nutzt und noch ein paar Dinge einkaufst, bevor du nicht mehr dazu kommst. Deshalb schlage ich vor, du sprichst mal mit Tengis. Vielleicht erlaubt er es dir, hier zu handeln. Dann war dein Weg wenigstens nicht umsonst. Hier unten wohnt ihr? Man gewöhnt sich dran. Ich finde es gemütlich. Den hinteren Bereich solltest du allerdings meiden. Da ist Einsturzgefahr. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr eine Kneipe habt. Wenn du den Keller meinst, dann sag das besser nicht so laut. Nicht, dass die Resistenten noch auf die Idee kommen, den Laden dicht zu machen. Aber falls es dich interessiert, kann Gosta dir mehr über ihn erzählen. Er schenkt dort das gute Zeug aus. Wo genau stehen eure Rüstmeister? Bist du blind? Gleich hier drüben, komm mit. Sprich am besten mit Tengis. Er ist derjenige, der zu entscheiden hat, wer hier handeln darf und wer nicht. Leben in Stillstand, Fremder. Du bist von weit her gekommen, wie ich sehe. Was willst du? Mein Einverständnis? Wofür brauche ich das? Jede Schraube, jeder Bissen Brot und jede Arbeit, die du möchtest, bedürfen meiner Erlaubnis. Ohne Ausnahme? Ja, Stand jetzt bist du ein ungebetener Gast in unserem Haus. Und bis jetzt bist du mir einen Grund schuldig, dass ich dir entgegenkomme. Vielleicht gibt es etwas, das ich für dich tun kann. Du für mich? Ich bin der Herr des Stahls.
Was ich nicht habe, lasse ich anfertigen. Und was ich verliere, lasse ich finden. Schon verstanden, du brauchst nichts. Dann gehe ich wohl besser. Warte. Verstehst du dich auf das Kriegshandwerk? Was soll die Frage? Ja oder nein? Ich sag jetzt das. Nein. Nicht im geringsten. Lüge! Unterlasse diese Spielchen, wenn du mit mir sprichst. Und jetzt hör zu. Solange nicht entschieden wurde, dass du dich hier aufhalten darfst, werde ich dir weder mehr von meiner Zeit widmen, noch den Handel gestatten. Ändern sich die Umstände, sehen wir weiter. Geh nun. Alles klar. Dann gehen wir wohl besser mal. Ich brauche die Leute nicht ansprechen. Ich weiß ja, dass sie nichts erzählen, nichts verkaufen. Wie lief es bei Tengis? Hast du eine Handelserlaubnis bekommen? Nein, nee. Noch nicht. War ja klar. Wenn bei Khan alles gut läuft, hast du später noch genug Zeit, ihn zu überreden. Lass uns weitergehen. Keine Sorge. Ich werde Khan schon davon überzeugen, dass du hierbleiben darfst. Dann wollen wir mal zu ihm gehen. Bleib dicht bei mir. Eine Sache solltest du noch wissen. Du sprichst nur mit Khan, wenn er dich anspricht. Alles klar? Mhm. Verstanden. Wo sind wir jetzt schon wieder? Ja, Jagun, aber den... Was machst du hier, Dimitri? Du hast besser einen guten Grund dafür, dass du deinen Posten verlassen hast. Ich muss mit Khan sprechen. Der große Khan möchte aber nicht mit dir sprechen. Dieser Fremde bittet um Zuflucht. Ist das so? Marat und ich sind uneins. Ich für meinen Teil denke, der Stillstand wird gewahrt, wenn wir ihm den Aufenthalt erlauben. Schließlich haben wir viele Leute verloren und brauchen Ersatz. Er ist freiwillig hier, sagst du? Ja. Ungewöhnlich. Khan wird über deine Anfrage nachdenken. Bis er eine Entscheidung getroffen hat, darf sich der Fremde hier aufhalten. Er soll morgen wiederkommen, um Khans Urteil zu erwarten. Hast du alles mitbekommen? Ja, warum hat er mir das nicht selbst erklärt? Unsere Gebote verlangen es so. Ich stehe über dir und bin für dich verantwortlich. Es ist ein Privileg, mit der Stimme Khans reden zu dürfen. Und ein noch größeres, wenn Khan persönlich das Wort an dich richtet. Also dann, du hast ihn gehört. Hast du sonst noch Fragen? Warum redet Khan nicht selbst? Khan gehört zu den Resistenten und er nimmt den Stillstand sehr ernst. Wenig zu sprechen ist ein Zeichen seiner absoluten Hingabe der Stille Ravaks gegenüber. Ist das nicht etwas übertrieben? Im Gegenteil. Einst gab es Anhänger Ravaks, die sich sogar das Leben nahmen, im Zeichen des Stillstandes. Der Tod, als reinste Form des Stillstandes. Heißt das, ihr wollt alle sterben? Natürlich nicht. Du musst wissen, es wird von niemandem verlangt, sich so sehr Ravak hinzugeben, wie Khan es macht. Von einem Morkhorn wird nur erwartet, dass er den Stillstand ehrt. Wenig zu sprechen oder den Stillstand des Todes zu suchen, ist ehrenhaft. Aber wir sind immer noch Menschen, mit freiem Willen. Wenn du es hier allerdings zu etwas bringen willst, musst du schon beweisen, dass du Ravaks Willen auch wirklich vertrittst. Ach, eins noch. Vergiss nicht, ab und zu mal wieder bei Khan vorbeizuschauen. Wenn du es wirklich nicht abwarten kannst, dann könntest du dir vielleicht deine Zeit im Keller vertreiben. Oder du gehst einfach schlafen. Ich beschäftige mich schon. Gut, gut. Dann kann ich dich ja guten Gewissens alleine lassen. Marat wird sich bestimmt schon beschweren. Ich gehe mal lieber zurück. Du findest mich am Tor, falls du mich suchst. Wir sehen uns. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo das Tor war. Gut, also wir brauchen wahrscheinlich gar nicht versuchen, ihn anzusprechen. Und trotzdem... Du bist dann wohl der Fremde, von dem Dimitri gesprochen hat. Jo. Stopp. Ich will nichts von dir hören.
Der große Khan wird über dein Schicksal entscheiden. Sobald dies geschehen ist, werde ich auf dich zukommen und dir von seinem Urteil berichten. So lange ist es dir gestattet, dich hier aufzuhalten. Was ist mit meinem Roboter? Wie ist seine Bezeichnung? Crony U4. Einheit U4. Was ist deine aktuell gesetzte Leiteinheit? Aktuelle Leiteinheit Jax. Gut. Einheit U4, liste mir alle aktuellen Remote-Verbindungen auf. Aktuelle Fernsteuerungen eingerichtet? 0. Aktuelle Remote-Zugriffsrechte? 0. Scheint so, als würde diese Einheit tatsächlich nur auf deine Befehle hören. Er darf bei dir bleiben, wenn du dies wünschst. Danke. Okay. Hat Khan bereits ein Urteil über mich gefällt? Deine Ungeduld führt zu nichts. Und um deine Frage zu beantworten, nein, hat er nicht. Gut, ihn selbst. Okay, ich sehe schon. So, jetzt müssen wir mal gucken. Dürfen wir hier überhaupt rein? Oh, du solltest besser gehen. Ja, mach ich. Ja, alles gut, alles gut. Das wurde auch Zeit. Ja, tut mir ja leid, Mensch. So, dann wollen wir mal mit ein paar Leuten sprechen, ne? Das ist nur ein Morkon-Versorger. Kerle wie du bekommen bei mir nichts. Und warum? Da kommst du schon noch drauf. Unhöflich. Ja gut, du bist doch bestimmt netter. Hey. Sprich mich nicht an, Außenweltler. Boah. So langsam. Komme ich Depressionen, weil keiner mit mir reden will. Da hinten sind, glaube ich, nur Schächte, ne, wenn ich mich recht erinnere. Oh. Ich weiß. Ja. Egal. Das machen wir jetzt noch nicht. Nee, Moment, da lang. Oder? Nee, hier dürfen wir nicht rein, ne? Nur wahre Diener Ravax haben Zugang zu diesem Bereich. Bist du ein wahrer Diener Ravax? Vielleicht kann ich dich damit überzeugen. Behalte deine Splitter! Ein Wahrer des Stillstandes ist nicht käuflich. Den Rest behalte ich als Strafe für deinen Bestechungsversuch. Solange nicht Khan persönlich seine Stimme erhebt, um dich anzukündigen, brauchst du nicht wiederzukommen. Okay. Ja gut, dann ist es entweder, also von da, entweder da oder da. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier lang müssen. Oh ja, jetzt können wir ja hier reden, ne, mit dem Typen. Dir wurde es also erlaubt, dich hier aufzuhalten. Jo. Und woher weißt du das? Weil du noch am Leben bist. Mhm. Ich sag dir was. Du wirst einen Grund haben, warum du uns aufgesucht hast. Weit weg von deinesgleichen. Doch der Aufenthalt in der Grotte kann nicht ohne Gegenleistung erfolgen. Also wirst du tun, was wir von dir verlangen. Das heißt? Erfülle eine Aufgabe zu meiner Zufriedenheit. Einverstanden. An Entschlossenheit mangelt es dir nicht, wie ich sehe. Aber bedenke, eine einmal getroffene Entscheidung hat Bestand. So will es unser Brauch. Welche Aufgabe soll ich für dich übernehmen? Eine, die ich keinem Morkon anvertrauen kann. Warum? Weil ich das sonst schon getan hätte. Begib dich auf die Suche nach Ivan, einem unserer Kämpfer. Er soll unverzüglich zurückkehren. Außerdem steht es dir frei, dich bei unseren Händlern mit allem auszurüsten, was du für die Reise brauchst. Die Suche kannst du dir sparen. Was? Wieso? Ganz einfach, Ivan ist... Merk dir, was du sagen wolltest. Da sucht jemand Ärger. Komm mit.
schon wieder? Meister Tengis, ich... Du legst es wirklich darauf an, dass ich dich in die Blutzisterne verfrachten lasse. Habt ein Einsehen. Wir brauchen bessere Rüstungen. Die Schächte. Wenn Ravak entschieden hat, dass die Steine dich begraben, dann soll es so sein. Und jetzt verschwinde. Ich muss mich um etwas anderes kümmern. Du bist mir noch eine Antwort schuldig. Also, was wolltest du mir sagen? Es hatte etwas mit der Aufgabe zu tun, die ich dir übertragen habe. Wegen Ivan. Ich höre. Was willst du von ihm? Du verkennst deine Position. Ich habe dir eine Frage gestellt und deine Antwort steht noch immer aus. Dazu komme ich noch. Das will ich für dich hoffen. Also, hör zu. Er ist für die Versorgung unserer Leute eingeteilt. Sagtest du nicht, er sei ein Kämpfer? Natürlich ist er das. Wie soll er sonst die Raubzüge durchführen, die wir zum Auffüllen unserer Vorräte brauchen? Und diese Vorräte ist er der Gemeinschaft noch schuldig. Schließlich leben auch wir nicht vom Gebet allein. Er ist zurück. Wie ist das möglich? Ich habe dir doch gerade erst den Auftrag erteilt. Und woher willst du das wissen? Ich bin mit ihm zusammen hier angekommen. Das gefällt mir nicht. Was stört dich daran? Die Abwerber hatten Weisung, mich unverzüglich über seine Rückkehr in Kenntnis zu setzen. Ich denke, in Zukunft werde ich ihnen gegenüber deutlicher werden. Mit Ivan werde ich weniger nachsichtig sein. Wieso das? Weil ich den Verdacht habe, dass er gemeinsame Sache mit dem Feind macht. Anstatt sie zu erschlagen und auszuplündern, handelt er mit ihnen. Und das ist ein Verbrechen? Ja, und ich kann es ihm auch beweisen. Schon länger sind auf seiner Beute keine Kampfspuren zu sehen. Nicht ein Tropfen Blut haftet ihr an. Er kann sie also nicht mit Gewalt an sich gebracht haben. Das ist alles? Nicht doch. Du hast genug Zeit mit ihm verbracht, um meine Vermutung zu untermauern. Also, stimmt es, dass er mit dem Feind Handel treibt? Nein, wir machen das hier. Du irrst. Er hat nichts getan, was euren Geboten widerspricht. Tatsächlich, wenn das wahr wäre, hat er nichts zu befürchten. Aber es wäre naiv von mir, allein auf das Wort eines Außenstehenden zu hören. In der Blutzisterne werden wir seine Unschuld feststellen. Diese Splitter sind für dich. Ich sehe deinen Auftrag als erfüllt an. Und diese, weil du mir Rede und Antwort gestanden hast. Vorerst gibt es nichts mehr, was du für mich tun könntest. Und nimm das hier. Das kleidet dich besser als die Lumpen, die du mit dir führst. Hey, ja? Wenn Ivan dir noch etwas schuldig ist, such ihn besser auf. Nach der Behandlung wird er vielleicht nicht in der Lage sein, seine Rechnungen zu begleichen. Also, lass dir nicht zu viel Zeit. Dir ging es nie um den Proviant. Du wolltest nur Ivan zurück, richtig? Korrekt. Ich schätze es nicht, hinters Licht geführt zu werden. Licht und Schatten liegen dicht beieinander. Zu glauben, dass ich einem Fremden mehr Vertrauen entgegenbringe als einem der unseren, ist ausgesprochen leichtgläubig. Außerdem bist du nicht leer ausgegangen. Ich glaube, wir sollten schnellstmöglich zu Ivan. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. Wir sollten schnellstmöglich zu Ivan und ihm das sagen. Allerdings ist das Problem... Ich weiß nicht wo. Was soll das werden? Deinesgleichen hat im Keller keinen Zutritt. Zahl oder geh. Reicht das? Nicht im Ansatz. Was verlangst du dann? Blut. Oder Schweiß.
Ich kann dir nicht folgen. Das ist die Währung, mit der du mich bezahlen wirst. Tust du es nicht, bleibt dir der Zutritt zum Keller verwehrt. Wir machen mal das obere, denn bei dem unteren muss ich dieses Gestein, was ihr gerade gesehen habt, hat überall aufsammeln. Und ich finde nicht alle Schächte oder finde dann auch nicht wer zurück. Wir versuchen das hier mal. Ich soll dich mit Blut bezahlen. Heißt das, ich soll jemanden umbringen? Nur ein Duell, keine Toten. Mit dir? Mit mir. Außer du wählst die Alternative. Die wäre... Arbeite! Die Wahl liegt ganz bei dir. Wenn mir das Ergebnis gefällt, kann deine Blechbüchse ebenfalls durch. Blut. Ich will ein Duell. Schmerzen sind eine Lehre, die ich mit Freuden weitergebe. Ertrage sie mit Stolz. Rennst du weg? Ist dir meine Verachtung sicher? Also, bereit? Bereit. Dann zieh deine Waffe. Noch nie hat mich jemand im Duell besiegt. Ja. Wer in Ravaks Namen bist du? Jax. Kann nicht sagen, deinen Namen jemals gehört zu haben, aber ich werde ihn sicher nicht vergessen. Das ist gut. Du hast meinen Respekt, Jax von der Außenwelt. Es steht dir frei, den Keller zu betreten. Costa wird dich ab sofort bewirten. Stillstand mit dir. Und mit dir, mein Freund, und mit dir. Gebot Ravaks. Nee, Ravaks. Angst ist der Schmerz deines Geistes. Traue ihm nicht. Er führt zur ewigen Verdammnis der Wiedergeburt. Ja, also wir können handeln und wir können nach unten. Wir gucken mal, wir sprechen. Warte mal, das ist die Bank. Das ist Stehlen. Munition. Morkon. Gut. Gut, dich zu sehen. Zeig mir deine Waren. Aber sicher. Ja, also... Rollschnitter. Okay, das reicht. Ende. Ravak mit dir. Interessiert dich die Ausrüstung? Ja. Da Tengis dir den Handel erlaubt hat, müssen nur noch die Splitter stimmen. Wenn du genug bei dir trägst, kommen wir ins Geschäft. Zeig mir deine Waren. Nichts lieber als das. Ja. Oh, sie hat sehr viel. Nee, ich habe noch 3 und 2 brauche ich nur, von daher. Ja, danke, aber nein, danke. So, ja, wir gehen mal runter, ne? Der Keller, so nennt man ihn ja hier, ne? So, wer bist du? Psst. Hast du ein paar Splitter für mich? Hier hast du welche. Danke, das ist nett von dir. Jetzt sieht der Tag nicht mehr ganz so düster aus. Wieso, hast du was? Bist ein guter Kerl. Okay. Morkon. Ach, das ist der von draußen. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Entschuldigung. Vlad. Kein Interesse.
Na toll, warum seid ihr denn alle so zum kleine Hause? Angeblich hat sie vor, sie so lange arbeiten zu lassen, bis sie umkehrt. Ach, was juckt mich das? Morkon. Hi, Gosta. Hast es an Batulga vorbeigeschafft, was? Willkommen im Keller, dem einzigen Ort, wo nur der Alkohol zählt. Hier, geht aufs Haus. Danke. Wenn sonst noch was sein darf, immer raus damit. Bei mir gibt's kein Spülwasser, nur edelste Tropfen aus den toten Händen unserer Feinde. Wird jeder von dir so zuvorkommend behandelt? Natürlich. Nicht nur meine Ware ist erstklassig, auch die Kundschaft. Ein Vorteil, den kaum einer meines Berufsstandes hat. Typen, die anschreiben, gibt's bei mir nicht. Dann war der Kerl am Eingang wohl die Ausnahme. Wieso? Weil er mich nach Splittern gefragt hat. Ey, das wollte ich gar nicht verraten. Ich hab nichts das gemacht. Das haben wir gleich. Oh. Angeblich sind sie noch immer in Goliath. Runter vom Stuhl, aber ein bisschen plötzlich. Ach, denk einfach nicht drüber nach. Warum habe ich das Gefühl, mich zu wiederholen? Bettelst du meine Gäste an? Nein, ich... Batulga wird wohl nachlässig. Mal sehen, was er mit dir anstellt, wenn er davon erfährt. Keine Splitter, kein Keller. Ich bin bald wieder flüssig. Versprochen. Grün und blau wirst du bald sein. Los, mach einen Abflug, du verdammter Parasit. Sollte dich nicht... Schnurrt der Penner hier die Leute an, ich fass es nicht. Aber lustig. Wenn man den Gerüchten glauben kann, sind sie weggezogen. Das Glück ist mit den Dummen. Du siehst es so, ich sehe es so. Na komm mal ein bisschen schneller, Junge, ey. Was hast du gesagt? Ich hasse Bettler. Das Pack hat in meinem Keller nichts verloren. Aber was reg ich mich auf? Du willst sicher etwas kaufen, nicht wahr? Wir gucken erst mal. Was hast du im Angebot? Sieh dich um. Oh ja, nö. Kaufen wir was? Ja. Morkonhemd noch haben. Wie kommt es, dass ihr eine Kneipe habt? Ach so nennt ihr das da draußen. Für uns ist das nur der Keller. Aber um auf deine Frage antworten zu können, muss ich ein wenig ausholen. Wenn du etwas Zeit mitgebracht hast, erzähle ich dir die Hintergründe. Ich bin ganz Ohr. Ich habe den Keller von meinem Vater, Ravak hab ihn selig, geerbt. Und zu seiner Zeit war er den Resistenten immer ein Dorn im Auge. Als dann aber die Streitigkeiten zwischen ihnen und den Abwerbern größer wurden, fand ein Umdenken statt. Warum? Weil Alkohol mehr kann, als nur deine Birne aufzuweichen. Er lässt dich Schmerzen leichter ertragen. Und weiter? Wie ich schon sagte, bei der Bestrafung durch die Resistenten spielt Schmerz eine zentrale Rolle. Du hast sicher schon von der Blutzisterne und den Peinigern gehört. Wenn nicht, sei froh. Jedenfalls ist nicht jeder Morkon, der vorgibt, Ravak zu dienen, so stark, dass er die Tortur ohne Betäubung wegsteckt. Das wissen auch die Resistenten. Darum drücken sie beim Alkohol ein Auge zu. Kennt man ja. Blut predigen, Wein saufen. Und das alles, damit sie ihr Gesicht wahren können und die Abwerber nicht auf die Barrikaden gehen. Verstehe, weiter. Ein Haufen Betrunkener ist ebenso gefährlich wie ein paar Aufwiegler. Also musste ein System her, damit beides sich die Waage hält. Batulga. Ist das nicht schlecht fürs Geschäft? Nein. Er stellt sicher, dass nur Leute mit vollen Taschen den Keller betreten. Oder glaubst du ernsthaft, dass hier jemand sein Elixit behält, wenn er sich nicht zu wehren weiß? Mir ist es nur recht. Klar, hier und da rutscht mal einer durch,
Aber ebenso schnell rutscht Batulga dann die Hand aus. Ich brauche Informationen. Dann bist du bei mir richtig. Nur, weißt du, ich bekomme immer so einen trockenen Mund vom Reden. Mhm. Und ich kann mich ja nicht einfach so von meiner Ware bedienen. Natürlich nicht. Sonst könnte ich ehrbare Leute wie dich nicht mehr bewirten. Mhm. Du willst bezahlt werden. So sieht's aus. Jede Auskunft, die ich gebe, kostet. Aber jetzt mach kein langes Gesicht. Die erste gibt's umsonst. Wer kann mir etwas beibringen? Da gibt es durchaus mehrere Anlaufstellen. Was den Nahkampf angeht, würde ich mich mal mit Batulga unterhalten. Aber darauf wärst du auch allein gekommen. Die Alternative wäre Attila. Aber da musst du dich beeilen. Wer weiß, wie lange es der alte Zausel noch macht. Verfault sich ja schon in seiner Arena. Sloppy kann dir ein paar Takte über das Schürfen erzählen. Nur weiß ich nicht, wo der Faulpelz steckt. Wenn du wissen willst, wie man draußen mehr als eine Stunde überlebt, könnte Vlad dein Mann sein. Zumindest vermute ich das. Aber im Grunde kann dir das alles auch egal sein. Wichtig ist nur, was ich dir zeigen kann. Bei mir lernst du, wie man seine Haut teuer verkauft. Was bringen dir deine Muskeln, wenn du nichts einstecken kannst? Hm. So gesehen solltest du gleich jetzt deine Splitter bei mir investieren. Natürlich. Bring mir etwas bei. Umgehend. Was soll's sein? Was kann er denn? Ah, schade, das ist... Ja gut, aber das können wir nicht, ne, bei ihm, oder? Resistenz, nee, ich hätte halt eben gerne das hier, ne, aber dafür brauche ich halt... Ja. Ich brauche Informationen. Was willst du wissen? Denk aber daran, vorher ein paar Splitter auf den Tisch zu legen. Sonst erfährst du gar nichts. Ja, nun mach. Wo kann ich hier ein paar Splitter verdienen? Die Antwort steht vor dir. An der Theke wollte ich eigentlich nicht arbeiten. Da hast du auch nichts verloren. Du bist ein Mann fürs Grobe. Immerhin hast du dich auf ein Duell mit Batulga eingelassen. Deshalb lade ich dich ein, an meinen Wettkämpfen teilzunehmen. Alles, was du dafür brauchst, sind ein bisschen Muskelschmalz und Splitter für den Wetteinsatz. Und das soll legal sein? Natürlich. Schmerzen sind hier an der Tagesordnung. Da fallen die Kämpfe nicht weiter ins Gewicht. Und wenn dabei ein paar Splitter ihren Besitzer wechseln, muss das ja niemanden interessieren. Wer macht bei den Wettkämpfen mit? Nicht so schnell. Erst deinen Wetteinsatz. Ich soll wetten, bevor ich meinen Gegner kenne? Natürlich. Wo wäre sonst die Spannung? Sei unbesorgt. Sobald ich deinen Einsatz habe, gebe ich auch ein paar Details über deinen Gegner preis. Gib mir einfach Bescheid, wenn du loslegen willst. Erst weitere Informationen. Ich brauche Informationen. Was willst du wissen? Was erzählt man sich in der Grotte? Ah, du bist an der hiesigen Gerüchteküche interessiert. Mhm. Wie wäre es damit? Man munkelt, dass nicht alle Abwerber ihre Beute hierher zurückbringen. Und da nur wenige Resistente ihren heiligen Arsch vor das Tor bewegen, könnte da durchaus was dran sein. So eine kleine Wertanlage außerhalb ihrer Reichweite ist sicher nicht die schlechteste Idee. Du willst jetzt sicher wissen, warum dich das interessieren sollte. Nun, einer meiner Gäste hat vor kurzem den Tresen als Kopfkissen benutzt und hat im Delirium ein paar Dinge ausgeplaudert. Hier, ich habe mir alles notiert. Vielleicht ist das Ganze auch nur eine Luftnummer. Komme eh nicht dazu, mich draußen umzusehen. Wenn du an weiteren Gerüchten interessiert bist, komm später wieder.
Und wenn du bereit bist, ein wenig tiefer in die Tasche zu greifen, habe ich noch ein paar Leckerbissen für dich. Welcher Art? Informationen über Vlad und die Stimme Kahns zum Beispiel. Ich rate dir, die Splitter zu investieren. In Zeiten wie diesen sind Informationen alles, mein Freund. Da hat er recht, aber leider machen wir das beim nächsten Mal. Da sprechen wir ihn nochmal drauf an. Denn, bitte leise sein und nicht mal in Ruhe lassen. Ja, wir werden auf jeden Fall das nächste Mal den Gosta, ansprechen und weiterquatschen und mehr Informationen. Dann der Wettkampf und werden hier noch mit super vielen Leuten sprechen und gucken, was wir zu erledigen können. Und ja, aber diese Folge ist vorbei. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.